Hey Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe ein paar Tage flach gelegen und konnte daher kein Assetto Corsa mir antun. Das ist zu anstrengend. Von daher machen wir jetzt mal eben mit Yoku's Island Express weiter. Und ich versuche das dann die Tage mit Assetto Corsa nachzuholen. Gut, dann würde ich sagen, legen wir einfach los. So, Dalle. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo wir waren, was zu erledigen ist. Karte war hier. Da sind wir fertig. Gut. Darunter müssen wir noch bei Gelegenheit. Das ist der Händler. Das bin ich. So, ins Hauptquartier müssen wir auch noch, ne? Ja, komm, dann gehen wir erstmal dahin. Können wir gucken. Da geht's nicht lang. Doch, ich glaube schon, dass so lang geht. Wir gucken einfach mal. So. Ich wollte gestern schon ein Video aufnehmen. Ohne Ende Soundprobleme gehabt. Entweder hatte ich nicht die Möglichkeit, den Spielsound aufzunehmen. Oder ich habe nicht gehört. Beides ging nicht. Bis ich da mal drauf gekommen bin, ne? Aber ich habe als virtuelles Mischpult benutze ich Voice Meter Potato. Und aus irgendeinem Grund war die Quelle nicht mehr aufzufinden. Und dementsprechend, ja, war dann der Ton nicht da. Ich hatte dann nur die Möglichkeit, alles auf eine Tonspur zu setzen. Aber das wollte ich nicht. Na, komme ich da nicht hoch? Nee, ich habe das schon gern, wenn Mikrofon und Spielsound getrennte Spuren haben. Dann kann man da noch ein bisschen rumspielen. Nein, da geht's doch nicht lang. Kann auch Dinge korrigieren, wenn was nicht klappt und so. Das ist schon nicht verkehrt. Gut, dann. Ach, guck mal. Das läuft ja wie geschmiert. Aber wie wir da hochkommen, haben wir immer noch nicht herausgefunden, ne? Um das Fieder zu holen. Was steht da? Sind auf dem Elfenbeingipfel im Dienste der Wissenschaft die Weltraummönche. Ja. Do it. Schneckelein. Nee, ich will eine mitnehmen. Da, weiter. Nein, komm. Da ist doch was. Hahaha. Sehe war nämlich auch noch nicht. Töpfe. Packt er nicht. Wenn man vielleicht einen anderen Winkel trifft, könnte das klappen. Jawohl.
Nein, nein, nein. Oh, Junge. Da müssen wir nochmal hoch. Ja, vorsichtig. Jawohl. Du hast deinen Geldbeutel-Upgrade bekommen. Jetzt passen 350 Früchte hinein. Sau stark. Habt ihr die Abonnentenzahl gesehen da oben? Das ging heute im Laufe des Tages von 25 auf 31. Fantastisch. Ja, oh, bleib. Ach, den wollten wir auch noch retten, ne? Den Maulwurf. Ja, machen wir das doch. Ah, nee. Wo geht's da hin? Bahn wieder? Ja, ja, sicher. Da mussten wir ja da oben lang, um darüber zu kommen hier zu den Schädelviechern. Aber gut. Haben wir hier noch einen Weg offen. Aber wie kommen wir zu dem? Ah. Nee. Eigentlich zoomen? Nee. Ach, doch irgendwie... Kann man da... Oh. Aber gut, hier ist noch was verdeckt, also da geht es wahrscheinlich von unten weiter. Das finden wir noch raus. Geht's da weiter? Nee. Oh! Einfach so. Wundersamer Willow. Ich versuche dieses Ding hier zu lockern, aber es steckt in diesen verflixten Wurzeln fest. Geh da hoch und hilf mir bitte. Lass mal gucken. Mhm. Mhm. Also. Da müssen wir. Oh. Da ist was Lilanes. Na, dann gucken wir doch einfach mal. Fruit Loot. Ah, verdammt. Wieso gehen die nicht kaputt? Hm. Brauche ich da wieder Schnecken? Oder was? Nee. So geht's. Man muss nur oft genug draufballern. Na, jawohl. Hm. Was bringt mir das Lilane? Muss ich da vielleicht tröten?
So. Ach, falscher Knopf. Gut, Banane. So. Ah. So, können wir noch ein bisschen was einsammeln hier. Oh, das ist ja fies. Gib ihm. Ah. Gut, gut, gut. Komm. Da ist er. Der alte Willow. Ja, erstmal hier. Ein Stück einer seltsamen Statue. Okay, was hast du, zu erzählen? Danke für deine Hilfe, Käferkumpel. Erlaube mir nun, mich vorzustellen. Ich bin der wundersame Willow, ein Meistermagier. Und das Teil, das du freigemacht hast, ist der Hinweis eines Rätsels, das ich zu lösen versuche. Pass auf, bring dieses Teil zu meinem Haus im Dorf. Und ich weihe dich in dieses Mysterium ein. Oh, da liegt er auf dem Weg. Den wir noch nicht rausgefunden haben. Ne, wir wollten erstmal runtergehen. Da war doch schön was einzusammeln hier. Zack. Dann ist hier noch ein Viech. Okay. Jetzt können wir ja tauchen mittlerweile. Holen wir uns erstmal den Kram. Mal, was wir hier für ein geheimes Versteck finden. Ah, guck an. Hier noch was? Nee. So, und da ist auch was. Achso, ne. Also war da ein Weitling-Aufspürer drin. Gut, dass ich ihn nicht bekommen habe. Manche Leute sammeln ja Weitlinge, weil sie glauben, dass sie voller göttlicher Essenz oder so sind. Mhm. Abergläubische Verrückte, wenn du mich fragst. Ich glaube an die Wissenschaft. Jo. Jetzt hier erstmal noch was. Töre. Ja, ich komme. So, dann geht es ja noch mal weiter. Oh, oh, oh. Das ist doch genau das. Ah, nee, das ist das Neue. Muss mal schnell sein, das ist nämlich ein Vieh. Hehe. Töre. Töre. Hier ist Brocken an dem Haus. Kann man den schon mal auf die Seite tun? Oh, nichts kaputt machen. Dann sind wir dann nämlich flexibler mit dem Durchlaufen. Ja, gehen wir jetzt mal speichern. Nein, 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 nein.
Nein. So. Fruit Loot. Jetzt geht's aber los. Ah. Falsche Seite. Das zu. Okay. Da unten ist aber auch zu. Ah ne, da komme ich durch. Komme ich hier denn auch raus? Ah. So komme ich da raus. 30 haben wir. Gehen wir denn jetzt hin? Das sieht doch interessant aus. Okay. Numero uno. Ja, ich will da ja gar nicht hoch. Ah. Nee. Drinnen geblieben. Nummer 2. Jetzt warte mal. Ach, diese lila Nennen sind Magie von diesem Willow. Gehe ich mal von aus. Werden wir dann später was lernen. Zack. Fehlt noch eins. Ja, das kann ja dann nur dieses lilane Magieteil sein da. Ist ja sonst nichts mehr, ne? Diesen rosanen Blumen wissen wir auch noch nicht, was wir da machen können, ne? Ja. Ich komme hier aber sonst nicht raus, ne? Looten wir noch ein bisschen. Ah, genau in die Mitte. Das hat man gesehen. Aber daneben das Rad. Können wir auch mal probieren, 4 Lichter anzumachen. Vielleicht bringt das ja was. Ja, komm. Ich will darüber. Geht doch. Oh, jetzt ist das Paddel. Muss dann auch schon ein bisschen steuern. Jetzt ja.
Und was hat's gebracht? Nichts. Ja. Dann versuchen wir mal. Da drüben die drei Lichter anzumachen. Wenn wir da hinkommen. Eine andere Wahl haben wir jetzt nicht unbedingt, ne? Schade, aber jetzt. Ah. Nochmal. Ja. So. Na? Gibt's ja gar nicht. Das hätte auch ins Auge gehen können. So, jetzt. Oh, geschafft. Kaboom. Ich hatte die Hoffnung, dass da ein Ausgang ist. Hat sich hier was getan? Nee, ne? Ach so. Schnecken gibt's da. Gucken, dass wir da nicht runterfallen. Zack, einmal rüber. Da, da, da. Nochmal rüber und rüber. Jawohl, ja. Zack. Ja, damit. So, dann haben wir da unten noch ein Schätzelein. Oh, hier ist zu. Brauchen wir auch eine Schnecke. Ah, guck mal einer an. Okay. Ach. Das Vieh, wo wir finden. Naja. Nicht das Vieh, wo wir finden sollen. Aber gut, Etage tiefer kommen wir dahin. Wir wollen ja aber jetzt erstmal. Oh, kann ich da vorbeispringen? Geht das? Nee. Und schnell runter. Komm, 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 komm. So, das ist da schon mal offen. Aber wie zum Geier sollen wir da hochkommen? Keine Ahnung. Da ist das Vieh, was wir auch noch suchen sollen. Komm, dann schnappen wir uns den mal, dass wir ein bisschen Progress machen. Was haben wir denn? 25 Minuten? Doch geht ja noch, ne? Okay. Das ist der Ausgang. Dann gehen wir doch mal da drüben runter. Ui. So. Siehst du, da ist wieder was.
So ein Viech. Nehmen wir mal die Post. Guck mal, was du zu erzählen weißt. Schnuckel! Die Unders haben den Eingang zu ihrem Dorf versiegelt. Ich habe seltsames Licht durch die Risse gesehen und frage mich, was sie dort wohl verstecken. Wenn du wirklich rein willst, könntest du auch den uralten Tempeleingang benutzen. Aber ein Teil der Höhle ist überflutet. Von dort hineinzugehen wird also nicht einfach sein. Ich kann doch da auch, Oh komm, wenn wir schon mal da sind. Der Delfin. Das ist ein schöner Tauchfisch. Weißt du, es gibt in den Tiefen dieser Becken eine ganze Menge zu erforschen. Jo. Ich will erst mal gucken. Ah. Was liegt denn da? Mich so nicht. Doch, ich kann mich doch da hinschießen, ne? Hoffe ich doch. So, wenn ich jetzt darüber lenke. Oh, wie war das mit dem Lenken? So nicht. Noch. Wenn ich A drücke, geht er wieder runter. Wenn ich die... Ah, den linken? Nein. Ah, jetzt ja. So. Kann ich einfach... Jawohl, ja. Den wollte ich noch. Gut. Na komm. Lass mal kurz gucken. Ah, nee. Neues Gebiet machen wir jetzt nicht mehr. Mal hier noch ein bisschen einsammeln. Geht einiges. Das ist wieder die Blair Witch. Was versteckt? Nee. Na, 30 haben wir doch. Haben wir auch genug von den Viechern? Jawohl, ja. Okay. This thing is evil, man. Guck mal, was versteckt ist. Ja, sicher. Ihr seid Bomben. Oh, cool. Aber nein, 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 ich will da nicht hin. Nein, da will ich auch noch nicht hin. Und wir grasen erstmal hier ab. Bevor wir da weg sind. Okay, hier ist nämlich auch noch was. Was haben wir hier noch? Ja, das ist dieser Eingang. Okay, komm. Würde ich sagen, gehen wir mal hier rein.
gucken, dass wir da wieder rauskommen. Ei, ei, ei. Ja, aber ich sehe schon. Das ist der falsche Weg. Na, ne, aber egal. Wir müssen ja wieder raus. Na, wie oft denn noch? Geht doch. So. Wow, wow, wow. Was liegt da denn? Da wäre jetzt zu gewesen, wenn wir gar nicht durchgekommen. So, ich will aber auf jeden Fall nochmal da runter. Muss hier einen Grund haben, warum da ein Strom ist. Dass wieder irgendwas versteckt. Naja. Geht doch. Ah, siehst du? Hier noch was? Nee. Na, das läuft doch. Gut. Ist doch das genau der richtige Zeitpunkt, um Schluss zu machen. Meint ihr nicht auch? Dann würde ich sagen, ich gucke, dass ich die Tage wieder ein paar Videos nachhole. Habe jetzt allerdings nicht die Zeit bis Sonntag. Schauen wir mal, wie es läuft. Und es werden sicherlich weitere Videos kommen. Aber wenn es nur ein Video die Woche ist, dann ist es eben nur ein Video. Müssen nicht immer drei sein oder fünf, wie am Anfang. Alles klar, dann ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ja, zeigt es mir doch mit einem Daumen hoch. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne tun. Glocke aktivieren und dann erfahrt ihr auch, wenn das nächste Video kommt. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann.